Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Das letzte große Rennen beginnt. Ja, und dann würde ich sagen, Attacke. Wenn wir das Rennen geschafft haben, kriegen wir den Nissan. Ich glaube zumindest, es müsste das letzte Rennen sein. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und dann kriegen wir endlich den Nissan. Das heißt, wir können mit dem Nissan eigentlich gleich direkt mal die ersten Rennen fahren. Und werden dann in der nächsten Nacht auch nochmal mit dem Nissan fahren. So. Darf ich mich jetzt nicht blamieren? So, da sind wir doch. Hallo. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? Hey. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? Entschuldigung. Ich weiß, ich kann singen. Aber ich muss es auch nie übertreiben. So, dann mal losstarten. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Dex, du weißt, wenn ich zwischen dir und dem Skyline wählen müsste, würde ich immer den Skyline nehmen. Wow. Gut. Was für aufmunternde Worte. Er würde lieber den Skyline nehmen. Super, sehr nett. Finde ich prima, muss ich echt sagen. Damit ist gleich ganz viele Pluspunkte bei mir. Also gut, ich würde es auch machen, aber ne, bei mir ist ja was anderes. Ich habe jetzt gar nicht auf die Bewertung geguckt, aber scheint wohl, wenn ich ja überlege, das letzte Rennen vor 2 Wochen war ja eher anstrengend. Ich finde das jetzt irgendwie noch als ein bisschen einfacher. Ja, muss so. Einem der Riveras dich zu besiegen. Okay. Gut, das hätte ich ja auch ohne Bremsen geschafft, aber ich glaube, die Strecke ist hier breit genug. Okay. Entschlossen. Ja, danke, danke, ich weiß. Gut, wir gehen mal auf die Seite hier. Ja, alles klar. Ey, guck mal, mein Team ist eigentlich voll scheiße, ne? Ender ist schon wieder auf dem letzten Platz. Wie kacke ist die eigentlich? Kann ja nicht einfach kicken. Hier bleibt noch das halbe Rennen, also fahrt's nur ab. Und bleibt nur das halbe Rennen und ich bin schon fast bei 60%. Alles klar. Ach, die alte müssen wir. Die müssen wir kicken. Geht nicht anders. Die müssen wir einfach kriegen. Die braucht keiner. Ist ja peinlich mit der. Noch hast du die Chance, wieder umzudrehen. Okay, noch habe ich die Chance wieder umzudrehen. Okay, was bringt mir das?
So. Klar, ich drehe jetzt mitten im Rennen um. Darf ich den Skyline noch auch mal fahren, oder? Nein. Du bist so kacke. Du blamierst uns ja alle. Also ich zwar auch, aber ich blamier uns wenigstens und fahr auf dem ersten Platz, also das ist, ne? Hast du irgendwo abgekürzt? Du warst doch vorhin noch nicht so weit weg. Okay. Oh, soll es wirklich so zu Ende gehen? Komm schon, geh vom Gas! Ich bin noch nicht in Bestform, aber das kommt schon noch. Ja, musst du aber langsam ein bisschen, ne? Musst langsam ein bisschen Gas geben hier. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Gut, die fahren noch Rennen. Das dauert noch ein bisschen, bis die da sind. Aber in der Zeit können wir ja Kaffee trinken gehen, Eis essen gehen. Und weg ist er. Mach's gut, wunderschöner Skyline. Dex, ist das echt okay für dich? Betrachte ihn als Geschenk zum erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung. Ich stelle ihn dir in die Garage. Nur sei gut zu ihm, ja? Also, ob ich gut zu dem Wagen bin, ne, das entscheide immer noch ich. Das ist immer noch meine Entscheidung. Das heißt, wir haben jetzt den Skyline. Das heißt, wir können jetzt uns hier ein Rennen aussuchen und können ja... dann zum Skyline wechseln. Ich überlege gerade, was... Wir hatten doch hier irgendwo so ein 400er Rennen, ne? Das würde ich gerne nochmal ausprobieren wollen. Oder war das in der Nacht? 310. Verstehe halt immer noch nicht, wieso wir die Rennen sozusagen abgeschlossen haben. Aber hier immer noch ein Ausrufezeichen ist. Verstehe ich immer noch nicht so ganz okay. Gut, machen wir zuerst mal das Rennen. Wir machen jetzt... Oder warte mal. Nee, ach komm. Wir machen zuerst mal das Rennen hier. Ups, das war ein bisschen zu früh. Naja, gut. Sieht der Keno. Mensch. Ups, Entschuldigung. Tut mir sehr sorry. So. Okay, Wagenwechsel. Mal gucken, ob wir den Skyline jetzt schon wechseln können. Ja, hier ist er doch. Den müssen wir erstmal tunen, ne? So leicht. Mhm. Gut. Das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Das werde ich dann für die Nacht dann vorbereiten. Dann werde ich den schnell tunen. Ich dachte, der hätte schon eine gute Anfangsleistung. Oh
Mann, ihr Fettsäcke. Ella, hier kommst du zum Schuss. Ella, bitte fahr nicht so schnell. Ich würde dich gerne einholen. Boah, Alter, Mädel. Verpiss dich. Die Ella, die will, ne? Die hat Bock. Die bleibt schön in meiner Nähe. Das finde ich schön. Die passt auf mich auf. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr freundlich von ihr. Okay, das haben wir wieder in der Pech. Das Rennen. Sehr schön. Also mit Nissan, das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte wirklich, dass so die Grundleistung schon ein bisschen besser ist. Dass wir den halt so krass noch aufmotzen müssen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir können das Gerät direkt mal verwenden. Aber gut, dann müssen wir das wirklich in der Nacht machen. Ich bin auch wirklich gespannt, wie das Fahrerverhalten sich anfühlt, ne? Weil ich habe mich so jetzt an den BMW gewöhnt. Macht ja wirklich extrem Spaß, mit denen um die Kurven zu fahren. Ist ja immer noch ein Ausrufezeichen, ne? Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz na gut. Ja, die Batterien, leck mich doch. Das können wir nochmal hier fahren, hier. Schönes Offroad-Rennen. Oh, scheiße. Ups. Gut, mir sorry. Mal gucken, ob das sinnvoll war, was ich jetzt hier gerade mache. Ups. Wow, geil. Alter, was ist hier los? LB. Ich würde ja gerne noch meinen Wagen wechseln. Let's go. Nein.
Ruhe da draußen. Offroad-Twistwerk, übelst cool. Und mit dem kann man echt geil Offroad driften. Das hat er sich doch von mir abgeguckt. Diese Skills. So, Offroad-Rennen machen auch, muss ich echt sagen, machen zwischendurch auch mega Spaß. Auch wenn es jetzt nie wirklich so ein so krasses Offroad-Rennen ist, ist ja mehr Onworld. Aber so für zwischendurch nicht schlecht. Kann man nie meckern. Jetzt nie niesen, nee, mach das nicht. Möchte ich nicht. Mm-mm. Oh, danke. Ey. Wir überrunden. Hallihallo. Ups. Ey, hallo. Niram hier, ne? Das erinnert mich voll an England hier, wo die den Käse hinterher rennt. Kennt ihr die? Ist ja eigentlich illegal. Wurde, glaube ich, damals getestet, um zu gucken, ob der Käse reif ist. Und das wird ja heute immer noch gemacht. Dass so Idioten den Käse dann hinterher rennen. Ja, und sich alles brechen, was man nur brechen kann. Ja, hier, komm, nehmen wir das. Üps! Üps!
Da sind wir doch. Hallo. Hallo, Gretchen. Packe mein Auto nicht an oder deine Hand ist ab. Muss ja auch mal, man muss ja auch mal, ne? Geht ja nie. Kann man ja nie einfach machen hier. Lass mich mal bitte ganz kurz vorbei, ich bin Notarzt. Dankeschön. Boah, das war jetzt kein schlechter Drift, ne? Das hätte mich jetzt mal wirklich interessiert. Upsala. Was ich für Punkte bekommen hätte. Du Idiot, ey. Wenn du nie fahren kannst, dann verpiss dich. Ich kann auch nie fahren. Reicht, wenn er noch nicht fahren kann. Ich denke, so ein Offroad-Trip wäre richtig cool. Ich heb ab. Nix hält mich am Boden, außer mein Digger. Guten Tag. Das habe ich jetzt nie gesagt, nur laut gedacht. Da vorne will aber auch irgendwie nie überholt werden, ne? Der hat absolut keinen Bock drauf. Ich merke das schon. Boah, krass. Komm, bleib hinter mir. Ui, noch geschafft, ey. Boah, krass. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, der erste Platz. Den bekommen wir nicht mehr. Hände hoch, Polizei. Sehr schön, und damit haben wir eigentlich alle Rennen, ja, die wir machen wollten. Und ja, beim nächsten Mal werden wir gucken, dass wir den lieben Nissan ein bisschen tunen. Ne, wie schon gesagt, ich dachte so, der hat eine gute solide Grundleistung. Ich wusste jetzt echt nicht, dass die so schlecht ist. Also ich werde den Wagen schnell tunen, da braucht der nie, ne. Ich jetzt nicht eine eigene Folge draus machen, und dann werden wir mal gucken, wie sich der Nissan so schlägt. Bietet dir ein paar Upgrades an. Was hältst du davon? Echt jetzt? Wir haben Upgrade? Hier haben wir nichts. Was lügt denn er uns hier an? Doch, warte mal hier. Ach krass, guck mal. Aber Auspuff haben wir doch schon in Besitz. Ah, können wir trotzdem mal hier mit drauf machen.
Das fehlt uns hier noch. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir das bis jetzt noch nie bekommen haben. Gut, aber so viel fehlt uns an sich gar nicht. Wenn wir mal gucken. Das ist gar nicht so viel, was uns hier fehlt, ne? Das ist krass. Ich dachte, uns fehlt mehr, aber es geht eigentlich. Ja, und damit, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.